herzlich willkommen bei den Gedanken zum Tag zu Lukas 19, Vers 8. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfach zurück. Den Armen Geld geben, finde ich schon eine wichtige Sache. Aber was Zachäus da verspricht, finde ich richtig krass. Die Hälfte vom Besitz und das, was er sich mal erschummelt hat, gleich vielfach. Bei Zachäus ist es bestimmt eine ganz schön große Summe, weil er erstens ziemlich reich ist und zweitens über die Jahre auch so einige Leute am Zoll betrogen hat. Er hat so richtig die Macht genossen, die ihm seinen Beruf gebracht hat. Als Oberster vom Zoll, da treibt er die Zahlungen von den herrschenden Römern ein und verdient auch selbst gut Geld dazu. Wenn er so über andere bestimmen kann, dann vergisst er fast, dass er nur sehr klein ist, dass er das Gefühl hat, irgendwie zu kurz zu kommen. Vielleicht kennt ihr solche Gefühle, in irgendeinem Bereich zu kurz gekommen. Nicht schlau genug, nicht groß genug, mit der Familie klappt es nicht wie gewünscht oder ihr seid nicht erfolgreich genug. Dann schaut ihr vielleicht lieber mal auf jemanden, der von dem Ideal noch weiter weg ist. Oder ihr versucht euch selbst das Neueste und Beste an Technik zu kaufen, um wenigstens da die Nase vorn zu haben. Auf die Art versucht es zumindest Zachäus. Macht und Geld sind seine Taktik, damit er sich gut fühlt. Trotzdem zahlt er einen hohen Preis für diese Macht. Mit ihm will keiner was zu tun haben. Außerdem fehlt ihm irgendwie immer noch was im Leben. Das weiß er schon ganz genau und deswegen hofft er, dass, wenn er Jesus sieht, dass das vielleicht irgendwie helfen kann. Also klettert er auf einen Baum und versteckt sich im Geäst. Da oben geht es ihm wie auch sonst im Leben. Er hat eine super Übersicht, aber ziemlich einsam ist's. Jesus sieht Zachäus und holt ihn von seinem Baum herunter. Er interessiert sich für ihn als Menschen, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Er holt den zu kurz gekommenen von seiner einsamen Höhe herunter und gibt ihm die Chance, Freundschaft zu erleben. Ich glaube, dass Jesus auch mich so immer wieder auf den Boden der Tatsachen bringt und mir seine Freundschaft anbietet. Die ist viel mehr wert als Geld und Macht. Und wenn ich das erstmal kapiert habe, ist das schon mal der erste Schritt in deinem Leben, in dem ich reich bin, weil ich Jesus als Freund habe. Amen.